Anton Lebinger, der steht jetzt bei mir. Unser Kommentator, der Herbert Zimmermann, hat gesagt, es habe ich fast geschafft, nach einem Reinkommen einen Turnaround zu schaffen. Warum haben eure Parade am Schluss nicht ganz gelenkt? Ja, wir waren zu wenig abgelegt. Zu wenig an uns geglaubt. Wir haben immer Mühe gehabt in St. Gallen. Ich glaube, es ist ein bisschen an dem gelegen. Das Mikrofon wechseln, ja. Funktioniert so. Wenn wir eure Parade noch kurz miteinander anschauen, wir haben extra eine vorbereitet, Slow-Mo, wenn wir zusammen anschauen können. Ich habe euch das Mikrofon her. Ja. Was habt ihr für ein Gefühl gehabt, wo ihr da seid reinkommen? Ja, einfach, ich habe nichts zu verlieren, ich kann einfach spielen. Und so macht es Spass, ich habe keinen Druck, ich kann nochmal spielen. Ich meine, was will ich noch mehr? In diesem Alter da nochmal, vor allem im St. Gallen, in meiner zweiten Heimat, nochmal dürfen spielen von so einem tollen Publikum. Der Anton Ebinger hat 8 Jahre in St. Gallen gespielt, 2001 Meister geworden. Ja. Eben, Meister geworden, du wüsst, wie das geht, weiterkommen in den Playoffs. Was braucht das Spiel 5 für den BSV, dass es eben reicht? Ja, jetzt müssen wir nochmal wirklich fighten von Anfang an. Wir waren neben den Schuhen, es hat nicht recht gestimmt. Wir sind schon am Anfang irgendwie, jetzt nicht gepasst und nach der Pause sowieso. Ja, wenigstens haben wir nur mit 4 verloren, nicht mit 12 wie letztes Mal. Anton Ebinger, merci vielmals. Merci auch vielmals. Der Anton Ebinger also im Interview mit uns. Und jetzt holen wir uns gerade den zweiten Interviewpartner zu uns ins Studio. Das wäre Boris Bellenberg. Hi Bo, how are you? Thank you. Boris Bellenberg, first tonight, a good win, the second win. Why tonight? What was the difference tonight in comparison to last? First of all, we started the match a little bit better than we done other times. And then about after 20 minutes, we find the melody a little bit better in our defense. We had some of the shots we wanted. We defended them a lot better than we did in Bern last time. So we know we can make the goals. Our big issue is that if we can keep the other guys under 30 goals. So you have so much experience in handball. Just tell me, what's the difference maker in the next game, in game 5? What should Ultimate do? Because winning in Bern is difficult. No, of course, we have to look at ourselves. We look at what we did good. I think we can even do some things a little bit better, of course. Our main team will, of course, again be the defense. We have to find a way. Of course, they are coming with big pressure. Kuzio, Baumgartner coming with speed. Szymanski playing a little bit clever. So, of course, we have to see if we can find like 5 goals more that we can defend good. And then we have a chance. Boris Bellenberg, thank you very much. You're welcome. Der Boris Bellenberg hat angesprochen, dass es eben ab der 20. Minute besser ist gelaufen. Man hat den Rhythmus gefunden und darum hat man heute Abend gewinnen können. Und er hat natürlich angesprochen, er mit so viel Erfahrung, wie man das Spiel 5 auswärts gewinnen kann. Er hat gesagt, wir müssen einfach schauen, dass wir irgendwann ein bisschen davon ziehen können, dass man eben die Big Guys wie Szymanski etc. kann davon abhalten kann, dass die Goal schießen. Also das ist die Analyse von diesen zwei, von Anton Ebinger und von Boris Bellenberg. Wir haben beide Parteien gehört. Jetzt holen wir unseren Experten wieder zurück ins Studio. Manuel Liniger, wenn wir die Partie miteinander anschauen, Hey, es hat nicht ganz gelangt für BSV. Warum hat es am Schluss nicht ganz gelangt? Ja, sie haben, sind einfach zu wenig gut gestanden hinten, muss man ganz klar sagen. Trotz dem Effort, den Anton Ebinger noch gebracht hat, sie haben zu viele Strafen geholt. Ich weiss nicht, wie viel das am Schluss total gewesen sind. Und vorne, sie sind ja noch mal angekommen, aber haben einfach in den dümmsten Momenten einen freien Ball liegen lassen. Und so wird es sehr schwierig, in St. Gallen irgendetwas können zu reissen. So viel zu dieser Partie für einen Moment hier aus der Kreuzblech in St. Gallen. Wir schauen natürlich, es sind noch andere Viertelfinals gelaufen. Und dort haben wir die Übersicht. Wir wissen jetzt, wie es weitergeht. Und zwar haben wir Kadetten Schaffhausen gegen Basel. Kadetten, die gewinnen mit 31-23. Das also vorbei. Kadetten im Halbfinal HSC Sur Aro 29-25 auswärts bei Wacker Thun. Dort gibt es ein Spiel 5, Wacker Thun also. Der Meister vor dem Alt. Manu? Ja, für mich. Nach den letzten Spielen eine sehr grosse Überraschung, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass der HSC Sur Aro das nochmal drehen kann. Sie haben mit dem Martin Slaninka im ersten Spiel ihren Kreisläufer und Abwehrchef verloren. Und ich habe nach dem letzten Spiel auch mit dem Trainer, mit dem Mischa Kaufmann, können reden und er hat gesagt, uns gehen irgendwie die Optionen aus. Und wenn wir eine Chance haben, dann brauchen wir einen Goalie, der alles hebt. Und das ist, was ich gehört habe. Der Fall gewesen. Über 30% heute, genau. Fangquote vom Dragan Marianat. Und das ist die einzige Chance, glaube ich, die sie noch haben. Und die haben sie jetzt gepackt. Und wenn man es jetzt umdreht aus Sicht von Wacker Thun, der Meister kurz vor dem Alt, so schwierige Momente hast du in der Karriere erlebt, was kannst du da machen? Sie sind sich gewöhnt, Thuner, mit dem Rücken zur Wand. Ja, und sie sind sich das alle auch gewöhnt, so wichtige Spiele zu spielen. Ich glaube nicht, dass die sich gross beunruhigen lassen.
Sie haben erst gerade in Aarau gewinnen können. Also sie wissen, wie es funktioniert. Und ich glaube nicht, dass das eine grosse Rolle spielt. Natürlich hätte man jetzt den Sack daheim gerne zugemacht. Aber ja, ist jetzt ein Spiel 5 und das ist ja schön auch für die Zuschauer. So viel zu HSC Suhr-Aargau gegen Wacker Thun. Wenn wir über Kadetto Basel reden, dort noch ein Wort darüber verlieren. Manu, zu dieser Serie, die jetzt entschieden ist. Ja gut, das ist das erste Spiel, das für Kadetten komplett in die Hose ist. Aber eigentlich hätte man dann müssen damit rechnen, dass ihre Lehren daraus ziehen und nachher auch 3 deutliche Siege heimfahren. Und alles andere wäre eine grosse Überraschung gewesen. Und jetzt kommen wir zu dem Spiel von heute. Otmar gewinnt das Spiel heute Abend klar und deutlich. Kann BSV zu einem 5. Spiel zwingen, zwar auswärts in Bern, aber ein Mann, der heute sehr, sehr gut gespielt hat, das ist eben der Spieltrainer, den wir vorhin gehört haben, der Bo Spellenberg. Und wir haben eine Aktion rausgelegt, Manu, wenn man die anschaut, das ist Weltklasse, darf ich das so sagen? Ja, das ist so. Und die Zuschauer kommen natürlich in die Halle, um ihre Spieler sie oder ihr Team siegen zu sehen, aber sie kommen auch in die Halle, um unterhalten werden. Und so Aktionen tragen da sicher dazu bei, dass der eine oder andere das nächste Mal wiederkommt. Und Manu, wir haben vor dem Spiel darüber geredet, Bo Spellenberg, Andrea Bendic, die zwei müssen funktionieren. Und Bendic hat man heute gesehen, dass es eigentlich gut funktioniert hat. Und da haben wir eine Szene rausgelegt. Ja, sie haben einigermaßen, kann man so sagen, gut funktioniert heute. Jetzt, warum nur einigermaßen? Ja, sie haben am Anfang von der Partie schon ist ein bisschen zäh gewesen und haben sie ihre Mühe gehabt. Aber nachher auch aufgrund des Platzes, den sie bekommen haben, durch die vielen Strafen des BSV Bern, haben sie natürlich ihre Stärken können ausspielen. Kann man sagen, die Strafen waren ein Matchentscheidung aus Sicht des BSV? Ja, das kannst du nicht leisten auswärts. Also erst in der ersten Halbzeit haben wir gesagt, kommen zu viele Gegenstöße über, dass der Rückzug überhaupt nicht funktioniert. Das ist Punkt 1, wo das A und O ist. A und O ist, wenn du auswärts bestehen willst. Das hat in der ersten Hälfte nicht funktioniert. Dann haben wir gesagt, sie müssen härter werden. Aber hart, aber fair. Und sie haben natürlich viel zu viele Strafen genommen. Und wenn du ständig in Unterzahl spielst, dann hast du gegen die zwei, die spielerisch so stark sind, hast du keine Chance. Unser Kommentator, der Herbert Zimmermann, hat es schon angesprochen. Die Geschichte von heute Abend nicht ganz zu Ende geschrieben worden, aber immerhin angefangen geschrieben hat der Antoine Ebinger. Er ist reingekommen, der Ötu hat Redin Tatar ersetzt. Aber seine Parade hat im Schlussmoment nicht ganz geholfen. Wie siehst du seine Leistung? Hey, ich freue mich riesig für ihn. Ich lange Zeit mit ihm zusammen in der Nazi gespielt und auf Club-Ebene gegen ihn und das eine oder andere Duell mit ihm. Und es freut mich, dass er das noch mal erleben darf. Und es zeigt ja schlussendlich auch, dass das Alter gar nicht so wichtig ist. Entweder man kann es noch oder man kann es nicht mehr. Und er hat genauso wie der Bo Spellenberg heute gezeigt, dass es noch könnte. Manu, Spiel 5 steht es für beide Mannschaften an. Bern daheim, das ist wahrscheinlich der grosse Vorteil, wenn man bedenkt, dass immer das Heimteam gewonnen hat. Ich glaube es nicht einmal. Also, das geht jetzt wieder bei null los und beide Teams haben das Messer, wie man so schön sagt, am Hals. Und ob jetzt da der Heimvorteil in so einem Entscheidungsspiel wirklich nochmal greift, bin ich nicht so sicher. Also, ich glaube, dass der Otmar sehr, sehr gute Chancen hat nach heute, um die Serie zu ihren Gunsten zu entscheiden. Sind wir gespannt auf die Serie, was wir machen. Wir zeigen euch den Meister, der das Messer am Hals hat, Wacker Thun. Auswärts in der Schachenhalle gegen HSC Suhr-Aarau. Das am Donnerstagabend, die Playoff-Partie, Spiel Nummer 5. Der Meister, der kurz vor dem Alt steht. Manu, merci vielmals, bist du heute live mit dabei gewesen, hier auf MySports. Wie immer eine grosse Freude. Und natürlich, wir sind für euch wiederum mit dabei am Donnerstagabend. Hier, Handball auf MySports. Dann geht es morgen schon wieder weiter mit Champions League im Viertelfinale. Ein Leckerbissen. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Und ich danke noch ganz herzlich, dass ihr heute Abend mit dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal.